Wir haben im Moment auf eine Art eine gewisse Zäsur im Kopf, so ein bisschen im NSU-Komplex, würde ich sagen. Es haben viele Untersuchungsausschüsse ihre Arbeit beendet schon und ihre Abschlussberichte vorgelegt. Ende Juni zuletzt der zweite Untersuchungsausschuss im Bundestag in Berlin, der auch gleichzeitig der Ausschuss war, der auf die meisten Unterlagen zugreifen konnte, weil er der Ausschuss ist, der nicht begründen muss, was es für einen Länderzusammenhang hat. Wir haben letzte Woche die Strafmaßforderung im NSU-Prozess in München erlebt. Die Bundesanwaltschaft hat ihre Plädoyers abgeschlossen. Und in Thüringen läuft aber noch ein Untersuchungsausschuss, glücklicherweise. Und es laufen auch noch ein paar andere. Trotzdem merkt man, einige Phasen gehen so langsam dem Ende zu. Der NSU-Prozess, wir tippen jetzt mal grob, bislang kommen jetzt noch viele Plädoyers und dann natürlich noch das Urteil, aber vermutlich wird er schon noch in diesem Jahr zu Ende gehen, auch wenn es wieder neue Befangenheitsanträge gibt. Es gab 13 Untersuchungsausschüsse, 4,5 Jahre Prozess, ein unglaubliches Aufklärungsbemühen in den letzten Jahren, wie wir das, glaube ich, noch nicht hatten nach 45. Und normalerweise habe ich jetzt immer am Anfang bei solchen Podien das Aufklärungsversprechen von der Bundeskanzlerin im Jahr 2012 vorgelesen, die eine umfassende Aufklärung inklusive aller Hintermänner versprochen hatte bei einer Gedenkfeier für die hinterbliebenen Familien. Ich habe mich entschlossen, das heute nicht zu machen, weil ich glaube, wir haben alle verstanden, dass diese Aufklärung nicht stattfindet mit staatlicher Hilfe, also mit Hilfe der Behörden. Das hat sich, glaube ich, jetzt spätestens mit dem Ende des Bundestagsausschusses bewahrheitet. Und ich greife lieber auf Hannah Arendt zurück. Die hat in einem Essay Wahrheit und Politik 1963, daraus lese ich nur so ein paar Auszüge vor, es hat kaum je eine Zeit gegeben, die Tatsachenwahrheit mit solchem Eifer und so großer Wirksamkeit bekämpft hat. Mit unwillkommenen Meinungen kann man sich auseinandersetzen. Man kann sie verwerfen, Kompromisse mit ihnen schließen. Unwillkommene Tatbestände sind von einer unbeweglichen Hartnäckigkeit, die durch nichts außer der glatten Lüge erschüttert werden können. Und ob man jetzt als Lüge schon das Verschweigen definiert, das macht dann jeder so, wie er möchte. Ich würde gerne Hajo Dich zum Einstieg fragen. Der Untersuchungsausschuss im Bundestag ist zu Ende gegangen, hat einen Abschlussbericht vorgelegt. Erstens, was ist dein Eindruck? Du hast ja beide Bundestagsausschüsse beobachtet. Was ist dein Eindruck? Was ist passiert? Was ist rausgekommen bei diesem zweiten Ausschuss? An welchen Fragen ist der Ausschuss gescheitert, beziehungsweise ist die Zeit davon gerannt? Und Frage Nummer zwei, der zweite Ausschuss hatte auch als Auftrag zu gucken, wie viele Reformen, die der erste Ausschuss formuliert hatte, denn umgesetzt wurden bis heute. Und wie ist deine Bilanz aus der Beobachtung heraus? Welche Reformen sind verwirklicht worden bis heute? Wie viele Minuten, Sekunden gibst du mir? Ich mache dann MEP. Ja, ich habe als die Aufführung eben zu Ende war, mit einigen gesprochen. Und es ist ja ein Hammer, was wir gesehen haben. Deswegen will ich das kurz einbeziehen und ganz grob für die, die vielleicht nicht ganz drin sind, einfach nur in drei Sätzen sagen, was mir das Wichtigste ist. Und das ist durch diese Untersuchungsausschüsse auch tatsächlich für mich belegt worden. Das erste ist der Untersuchungsausschuss in Thüringen. Die Rolle von Tino Brandt, der das Ganze mit Hilfe des Verfassungsschutzes in Thüringen gewissermaßen angeschoben und eine Vorbildrolle hatte als V-Mann. Der Chef-V-Mann, der absoluten Quellenschutz genossen hatte und der die Deckung des Verfassungsschutzes und womöglich noch von mehr Leuten in Erfurt hatte und der wesentlich den Thüringer Heimatschutz, die größte neonazistische Gewaltorganisation jener Zeit, mit installiert hat, als V-Mann mit Deckung und Wissen des Verfassungsschutzes.
Und er hatte den guten Kontakt zu denen, die dann das NSU-Trio wurden. Man kannte sich in Jena, in Rudolstadt, und er war auch weiter dabei. Er ist in Verbindung, und das ist jetzt schon eine Kernerfahrung aus beiden Untersuchungsausschüssen gewesen, mit den drei, die hier auch Gegenstand des Stückes waren, also drei V-Leuten des Bundesamts für Verfassungsschutz. Der eine hieß Primus oder auch Marschner, der andere hieß Corelli, der gestorben ist 2014. Und dann kommen noch einige mehr. Dazu gehört Mirko Hesse für die Terrororganisation Hammerskins und Starke. So. Und die haben in gegenseitigem Wissen der Landesämter für Verfassungsschutz und des Bundesamts für Verfassungsschutz, wovon man ausgehen muss, die rechtsextremen Kreise gestützt, und vor allem wussten sie dann ab 2000 von den Mordtaten. Nicht alle, aber einzelne. Etwa, und das gilt auch insbesondere für den Marschner. Und nun komme ich zu einer Pointe, die mich bis heute verrückt macht. Der Marschner, der in Zwickau, das ist ja nicht so weit von hier, nicht? Ja, sozusagen gegenüber dem wunderschön hergerichteten, teuer hergerichteten Bürgermeisteramt saß, auf der anderen Ecke des Platzes gewissermaßen. Der Mann kannte sich. Das wird natürlich alles beschwiegen und ist vielleicht auch jetzt gar nicht so erheblich, aber das Entscheidende ist, dass Marschner mit Beate Zschäpe, die kennt ja jeder, als eine von den dreien, die vor allem im Fokus stehen in München, in dem Prozess, ein Kuschelverhältnis hatte, und zwar über Jahre. Die saßen gemeinsam am, vor oder hinter dem Computer. Und damit ist klar, dass jedenfalls dieser Marschner eine intime Kenntnis gewissermaßen dieser Gruppe und des Umfeldes hatte. Denn es gab ja ein Umfeld, auch das ist rausgekommen in den beiden Untersuchungsausschüssen, von Unterstützern vor Ort und auch im sächsischen Raum. Und vielleicht eine zusätzliche und letzte Bemerkung, damit es nicht so lange wird, ist das so okay, ist, dass, und das ging über Monate im Untersuchungsausschuss geschehen in Berlin, dass Marschner nicht richtig verfolgt wurde. Herr Binninger, der eigentlich bemüht ist, gewesen ist als Chef des Untersuchungsausschusses 2 und de facto auch zentral im ersten Untersuchungsausschuss, gesagt, mir persönlich, den kriegen wir, den Marschner. Aber es kam nichts, er blieb in der Schweiz. Und wir wissen auch von anderen Quellen, dass er nicht systematisch verfolgt und untersucht worden ist, eher blockiert. Und die letzte Pointe bezieht sich auf Corelli, den dann an unerkannter Diabetes gestorbenen Corelli, der sehr, wie gesagt wurde, auch in einem Aufführungsstück damit zu tun hatte, den Ku Klux Klan in Baden-Württemberg hochzuziehen und auch in dem Umkreis der getöteten Polizistin gab es solche Ku Klux Klan orientierte Polizisten, der also an allen Ecken von kleinen oder größeren Terrorgruppen beteiligt war. Dieser Corelli wurde in einem ersten Untersuchungsausschuss als nicht erheblich für den NSU beschrieben. Und im zweiten Untersuchungsausschuss und dazwischen hat dann der Binninger sehr entschieden mit Hilfe anderer Institutionen gesagt, wir wollen das genauer wissen. Wir setzen sogar einen Sondergutachter ein. Aber das ist nicht so ein Sondergutachter wie in den Vereinigten Staaten, sondern einer, ja, der es sehr versucht hat. Ich kenne ihn persönlich sehr gut. Und der, wie er sagt, alle Quellen des Bundesamts bekommen hat, bis auf die 22 Handys, die dann später auftauchten, was ja schon ein komisches Licht auf die Kooperation des Bundesamts wirft. Jedenfalls, er hat dann grüne Abgeordnete, früherer Staatsanwalt, hat dann Sondergutachter
Er hat dann, Sonderermittler, hat dann einen Abschlussbericht gemacht von 333 oder 336 Seiten. Dann gab es aber eine Pressekonferenz, die angekündigt war am nächsten Tag, die wurde um 3 Monate oder so verschoben. Ich habe dann zufällig davon mitgekriegt. Ich war dann da, da waren 6 oder 8 Journalisten, also man hat es sozusagen verzögert. Und wir bekamen von den 333 Seiten, von denen der Gutachter sagte, sie sind alle veröffentlichungsfähig, diese 333 Seiten, weniger als 10%. Alles andere wurde von verschiedenen Institutionen, unter anderem dem Bundesamt, geschwärzt. Und da sehen Sie, was das Systematische ist, dass wir neben den Aufklärungsbemühungen, da ist sozusagen der Thüringer Untersuchungsausschuss, den Dorothea Marx repräsentiert im ersten und im zweiten Untersuchungsausschuss, der ist vorbildlich. Der geht wirklich an die Sachen ran. Das ist im Bundestag mal so und mal so gewesen. In der Frage der Tötung der Polizistin waren sie relativ aktiv, in anderen nicht. Sie haben zugelassen, die verschiedenen Leute, dass von den 333 Seiten über 90% geschwärzt worden sind. Und da sehen Sie, neben den Aufklärungsbemühungen, von denen ich viel gelernt habe und ein sehr schwierig zu machendes Buch sogar daraus habe ziehen können, dass neben diesem eine im Zweifel entschiedene, hermetische und totale Aufklärungsblockade jeweils eingesetzt worden ist. Und das ist in dem Stück ja sehr dramatisch gezeigt worden, auch mit den Gefährdungen, die das für einzelne Journalisten ergeben mag. Und so haben wir einen Machtkampf um Wahrheit. Der einen, die für die Wahrheit eintreten, und der andere, die diese Wahrheit unter allen Umständen jenseits des Rechts blockieren. Das ist mein Eindruck. Was jetzt deine zweite Anfrage, da kann ich nur in 2 Sätzen sagen. Es gab so 47 Reformvorschläge oder Vorschläge, mehr als das, also Empfehlungen und nicht Anweisungen, aber doch. Also die Ausbildung in der Polizei und ein kooperatives Verhältnis, mehr Informationen, all das, was man sich so informationell denken kann, da hat der eine oder andere tatsächlich was gemacht. Aber systematisch ist nichts erfolgt. Zu einer Reform kommen wir später noch, nämlich zu der vermeintlichen Reform des Bundesamts für Verfassungsschutz. Ich wollte ganz kurz noch einhaken zu Ralf Marschner, nur damit es alle Zuschauer auch wissen. Ralf Marschner ist tatsächlich, also Primus, der V-Mann Primus, der ist tatsächlich zuletzt im Jahr 2012 vernommen worden. Also man hat da nicht mehr nachgehakt nach all den neuen Erkenntnissen, die es gab. Und es ist wirklich bis zum heutigen Tage nicht geklärt, was es mit den beiden Autoanmietungen auf sich hat. Also er hat an 2 Tattagen Autos angemietet, die nach München und Nürnberg gefahren sind, auch de facto, also nicht nur den Kilometerstand hatten, sondern auch dorthin gefahren sind. An diesen Tagen gibt es keine Autoanmietungen durch das NSU-Trio selbst. Die hat man zu allen anderen Tattagen ermittelt, und bei den beiden Tagen ist eben ungeklärt, mit welchen Autos sie sich zu den Tatorten bewegt haben. Das wäre ja durchaus ein Anlass, da mal nachzuforschen. Dann gab es noch die neue Recherche, dass Uwe Mundlos auf seiner Baustelle gearbeitet haben sollte. Der Marschner hatte so eine Baufirma. Auch dazu, die Bundesanwaltschaft sagt im Prozess immer wieder mal, das wäre so Fliegengesurre, das wären so Behauptungen von irgendwelchen Journalisten. Also Fakt ist jedenfalls, Ralf Marschner sitzt in aller Seelenruhe in der Schweiz und es passiert nichts. Das wollte ich nur kurz anschließen und vielleicht noch eine kleine Pointe zu Corelli. Den hätte man ja auch noch fast unter falschem Namen beerdigt. Da hat gerade noch mal sein Bruder reingegrätscht, denn er war im Zeugenschutz, lebte unter falschem Namen und ist dann eben mysteriöserweise an einer unerkannten Diabetes gestorben 2014. Und man hätte ihn fast so verscharrt. Die 22 Handys, die gefunden wurden im Panzerschrank des Bundesamts für Verfassungsschutz, die hatte sein langjähriger V-Mann-Führer da weggesperrt, über den man sagte, die hätten ein sehr, 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 sehr enges Verhältnis gehabt, die beiden. Dieser V-Mann-Führer soll sogar angeboten haben, mit Corelli in eine WG zu ziehen. So viel dazu. So, jetzt möchte ich aber zu einem besseren, also zu einem, sagen wir, einem sehr engagierten Untersuchungsausschuss kommen, und zwar der erste Untersuchungsausschuss in Thüringen,
Der hat ja viel Presse gemacht durch eine Äußerung, es bestünde Verdacht auf gezielte Sabotage der Ermittlungsbehörden, der da im Untersuchungsausschussbericht zu lesen war. Vielleicht für die Leute gerade, die nicht so tief im Thema sind, Dorothea, was waren denn die Kernpunkte, die euch zu dieser Einschätzung bewogen haben? Naja, bis dahin war immer von den sogenannten Pannen die Rede, Versehen, ne? Pannen und Pleiten, Pech und Pannen, hat sich auch so drüber lustig gemacht. Und eine Panne ist ja ein Versehen, ne? Also wenn mir ein Teller runterfällt. Ne? Aber wenn mir ganz viele Teller runterfallen ständig und ich habe nicht irgendwie eine Krankheit, die das befördert, ist so die Frage, ob ich nicht vielleicht absichtlich mache. Ja? So, und das war eigentlich so der Punkt, wo wir dann gesagt haben, und das ist auch in unserem Bericht auf einer Seite, ich habe die Seitenzahl nicht im Kopf, da haben wir einfach mal beispielhaft zusammengestellt solche sogenannten Pannen und haben die einfach mal, das sind glaube ich so 14 Punkte, habe ich da aneinandergereiht in dem Wertungsteil des Berichtes und habe die einfach mal aneinandergereiht und gesagt, wenn man so eine Kette hat, dann ist es kein Zufall mehr. Wenn Sie sich sitzen wollen, einer hat Ihnen den Stuhl weggezogen und Sie fallen runter, dann der sagt, oh, das tut mir leid, es war ein Versehen, dann glauben Sie ihm das. Wenn er das aber ein paar Mal macht, dann glauben Sie es ihm nicht mehr. Und das war sozusagen bei uns der Paradigmenwechsel, dass wir gesagt haben, sind keine Pannen, das ist Sabotage oder der Anfangsverdacht einer gezielten Sabotage. Wir waren ja da noch nicht sozusagen am Ende, wir sind es auch jetzt nicht, wir machen ja immer noch weiter. Aber dass man da Absicht nicht nur unterstellen muss, sondern auch gefunden hat. Danke. Jetzt ich weiß, dass in Thüringen einige Veränderungen eingetreten sind, auch systemischer Art, zum Beispiel zum Thema V-Leute. In Thüringen gab es Reformen. Ja, wir hatten das Verfassungsschutzgesetz verändert und hatten die Kontrollmöglichkeiten verstärkt, aber wir haben dann jetzt nach der letzten Landtagswahl mit der neuen Koalition auch über die V-Leute natürlich nochmal intensiv miteinander gesprochen und eigentlich war der Wunsch, V-Leute generell abzuschaffen. Wir haben dann noch eine kleine Ausnahme belassen und haben gesagt, im Bereich Terrorabwehr sollen weiter V-Leute zugelassen sein, aber nur dann, wenn der Einsatz durch den Innenminister und den Ministerpräsidenten sozusagen genehmigt ist. Also die werden dann persönlich einbezogen in die Entscheidung, ob da jemand noch eingesetzt wird. Die anderen V-Leute sind abgeschaltet worden, ausgesteuert und wir haben dann gesagt, wir wollen nach ein paar Jahren das mal auswerten, ob da nun wirklich da, die Behörden blind geworden sind. Und damit fängt ja dieses Stück an, was Sie jetzt hier alle gesehen haben, dass das kleine Kind fragt, was ist ein V-Mann? Der Verbrecher, der sozusagen seine eigenen Kumpanen gegen Geld verrät und dann die Frage, ne, aber kann der denn nicht lügen, ne, weil er doch ein Verbrecher ist? Und das ist ja genau das Problem, wenn ich die Angaben gar nicht verifizieren kann, weil es quasi ein Doppelagent ist. Und wenn dann eben der Fall Tino Brandt, der war ja besonders spektakulär in Thüringen, jemand dann das Geld, was er vom Verfassungsschutz bekommt, dazu benutzt, also die Strukturen aufzubauen, die man eigentlich bekämpfen will, ne, dann braucht man solche Leute nicht. Ne. Und dann, ich denke auch immer, dass dieses System von den V-Leuten kommt aus einer Zeit, wo es auch keine anderen Überwachungsmethoden gab. Also grundsätzlich bin ich schon der Meinung, es kann Situationen geben, wo man schon irgendwie Wissen ermitteln muss, aber dass man das mit solchen finsteren Gestalten macht, die dann noch Geld dafür kriegen und quasi doppelt verraten, also das kann man, glaube ich, auch lassen. Und ich denke nicht, also wir werden dazu immer beschimpft hier als Thüringer, dass wir jetzt ein Sicherheitsrisiko darstellen, dass wir uns außerhalb der Gemeinschaft der Sicherheitsdienste bewegen. Und die Opposition, die CDU, die thematisiert das auch ständig, ne, dass wir ja nun hier blind und blöd werden, aber das ist nicht so. Vielleicht hat man ja einfach Angst, dass es Mode werden könnte, dass das übergreifen könnte auch auf andere Länder, genauso wie in Thüringen ist ja meines Wissens auch eine andere Art der Schwärzung der Akten gesetzlich vorgegeben. Vielleicht magst du das ganz kurz erläutern? Ja, eigentlich gar keine. Also ist dieser, das haben wir ja auch im Stück jetzt öfter gehört, diese Berufung auf die Interessen eines Bundes, eines Landes, auf der Staatsschutz so allgemein, das gibt es im Thüringer Verfassung, wo auch das Untersuchungsausschussrecht geregelt ist, so nicht. Da kann man gegenüber einem Untersuchungsausschuss, muss alles offengelegt werden, es sei denn, es geht um private Intimgeheimnisse, also ja, engste Privatsphäre, das geht uns auch nichts an,
oder es wird befürchtet oder es gibt Veranlassung, dass wir Dinge, die geheim sind, irgendwie ausplaudern würden. Dann darf man uns auch Dinge nicht geben. Aber ansonsten gibt es diese Beschränkung nicht, dass man dem Untersuchungsausschuss vorhalten könnte. Also wenn ihr dürft hier nicht zu viel wissen, dann sind Landesinteressen berührt. Und ich habe aber dieses Argument auch im Bund oder in anderen Ländern nie verstanden, weil wo sind Bundes- und Landesinteressen mehr berührt als durch die Vertuschung der Aufklärung des NSU? Ja, das ist ja eigentlich im Landes- und Bundesinteresse auch gerade geboten, das aufzuklären. Am Anfang war das ja auch so, es waren alle schockiert, erschüttert und die Kanzlerin hat es vielleicht auch in dem Moment auch wirklich ernst gemeint, dass man schonungslos, rückhaltlos aufklärt. Nur wenn man diese Worte schonungslos, rückhaltlos, wenn man die dann in den Alltag umsetzt und einfach sagt, wir fangen jetzt mal an und hören erst auf, wenn wir richtig fertig sind. Also damit hat keiner gerechnet und das tut dann richtig weh und dann ist man plötzlich wieder dagegen. Ne? Ich würde nachher nochmal zu den V-Leuten und zur Geheimhaltung kommen. Jetzt wüsste ich nur gerne, jetzt hat der Thüringer Ausschuss ja ein ganz anderes Thema sich angenommen, und zwar die organisierte Kriminalität, die Verbindungen zur Neonazi-Szene. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Und erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was. Ja, da sind wir mittendrin. Die Frage ist ja, wie konnten die 13 Jahre da im Untergrund leben? Wer hat die finanziert? Wo haben die Geld herbekommen? Wo haben die Waffen herbekommen? Und da gibt es eigentlich fließende Übergänge. Und wir haben jetzt also angefangen, und der Name ist vorhin gefallen. Es ist alles ein bisschen komplex, aber wenn man das schon jahrelang macht, Enrico Theile, der ist ja auch im Fokus, auch das ist ein Nazi, und den haben wir jetzt zum Beispiel gefunden bei Ermittlungen, alten OK-Ermittlungen. Da ging es um eine Serie von Überfällen bzw. Diebstählen aus Geldautomaten. Da ist Enrico Theile plötzlich drin. Und wir wissen auch, dass die Uwes wohl auch Botengänge erledigt haben für die Gebrüder Erhard, die ja nun hier in Thüringen der Begriff sind. Gab es ja auch mal ein langjähriges Ermittlungs- und Strafverfahren mit ganz vielen Beschuldigten und Verdächtigen und auch eine Verurteilung. Und da sind die Übergänge fließend. Und das ist auch deswegen so wichtig, sich diesen Bereich anzugucken, nicht nur wegen der Beschaffung, sondern weil da eben auch die Nazis genauso aktiv waren oder auch mit eingesetzt worden sind im Bereich der OK, sondern weil auch dieser OK-Bereich beobachtet wird mit konspirativen Mitteln, allerdings schwerpunktmäßig weniger vom Verfassungsschutz, obwohl der in Thüringen auch jahrelang eine besondere Zuständigkeit hatte für organisierte Kriminalität, sondern auch von sogenannten VPs der Polizei. Wie auch die Erhard-Brüder. Das sind V-Leute der Polizei. Und mit denen haben wir von Anfang an gesagt, mit denen wollen wir uns auch mal beschäftigen. Das ist noch schwieriger, als V-Leute von Geheimdiensten zu kontrollieren, weil da gibt es eigentlich überhaupt keine Kontrolle, auch keine institutionalisierte. Also bei den Geheimdiensten, da ist es klar, da gibt es diese Gesetze, Parlamentarische Kontrollkommission, G10, alles Mögliche. Beim Bund und Ländern, da sagt man, Geheimdienste müssen kontrolliert werden, weil da ist die Gefahr des politischen Missbrauchs. Deswegen gibt es neben der normalen Dienst- und Fachaufsicht von Ministern und Regierungen, gibt es eine parlamentarische Kontrolle. Bei den VPs, so heißen die genauso, bei der Polizei, da gibt es überhaupt keine richtige Kontrolle. Da kontrolliert noch nicht mal die Fachaufsicht richtig, haben wir mit Schrecken festgestellt. Wir haben 4 verschiedene Kriminalpolizeiinspektionen und da gibt es immer jeweils einen, der ist da zuständig für die VP-Führung, und dann schaffen die sich selber ihre Kontaktleute, diese Polizei. Aber kontrolliert werden die nicht. Da wird noch nicht mal ins Ministerium berichtet, weil auch da hat man, also es ist irre, hat man ja den sogenannten Quellenschutz. Ne? Auch da werden ja Vertraulichkeitszusagen gegeben. Und da sagt man, es ist ja besonders gefährlich jetzt im Bereich der OK und der Schwerstkriminalität. Und wenn die auffliegen, das wird ja ganz furchtbar. Und deswegen müssen wir die besonders schützen. Und deswegen wollen wir eigentlich gar nicht wissen, ne, wer da jetzt wen als Informanten führt. Aber das ist ja der Skandal an sich steht ja eigentlich schon in dieser Nachricht fest, dass ich im Bereich zwischen polizeilicher Ermittlungsarbeit bei Schwerstkriminalität, ne, und den Überschneidungspunkten zu den Tätern und zu den Ermittlern, ne, dann auch wieder so für solche V-Leute haben, und die kontrolliert keiner. Also da wird man ja schon allein bei der Vorstellung irre, aber das haben wir jetzt schon mal festgestellt. Ne, ohne dass wir jetzt sozusagen noch die Einzelfälle dazu ermittelt haben, und das ist schon ziemlich krass, muss ich jetzt mal sagen. Und da gibt es natürlich auch wieder Leute, die sagen, naja, also müsst ihr jetzt auch noch in den Bereich, das ist ja ganz furchtbar gefährlich, ne, auch für euch selber, ne? Ihr begebt euch doch selbst in Gefahr, dann wollt ihr denn da wirklich ermitteln, also das
es kommt gar nicht so als plumpe Erpressung jetzt daher oder als Bedrohung wie jetzt in dem Stück, ne, wo dann dem fiktiven Abgeordneten gesagt wird, na, hast du Kinder, überlegst du mal, was du da machst, aber das ist okay, ist doch wirklich gefährlich, ne? Guck doch da. Ja, ist es ja auch. Also ich will es ja auch gar nicht verniedlichen und wollte da richtig reingucken, ne? Das ist doch böse, das ist doch ganz schlimm. Aber wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, dass in der Schnittstelle von Schwerstkriminalität und polizeilicher Ermittlungsarbeit nicht kontrolliert wird, dass man mit Doppelagenten arbeitet. Also das geht gar nicht und das ist ja auch ein Bereich, da ist da Korruption und alles mögliche, Verwicklung ist ja dann absolut anfällig und da muss es eine Kontrolle geben. Also das unbedingt. Also das ist für mich jetzt auch eine schockierende Neuigkeit, dass da überhaupt nicht kontrolliert wird, um das Ganze noch komplizierter zu machen. Also es müsste kontrolliert werden durch die Dienst- und Fachaufsicht, durch den Ministerien, aber es gibt keinerlei parlamentarische Kontrolle, ist auch nicht vorgesehen, weil das läuft sozusagen unter normaler Kriminalität, unpolitisch, Klammer auf, Klammer zu, und deswegen gibt es da traditionell keine parlamentarische Kontrolle. Das wäre ja nicht schlimm, wenn es eine andere gäbe, ne? Aber die gibt es ja auch nicht. Und das ist wirklich spannend und das ist schlimm. Ne? Ja, das ist und da sind natürlich auch welche abgetaucht und ich höre gleich auf, aber wir haben da auch Fälle gefunden, da hat man dann V-Leute im Nazi-Bereich, also in der politischen Ermittlung bei Geheimdiensten, die hat man dann sozusagen schnell mal umgeswitcht und hat die bei OK eingesetzt und da sind aber die Übergänge fließend und dann haben wir sie sozusagen nicht mehr auf dem Fokus. Und um es noch komplizierter zu machen, war ja der Verfassungsschutz auch eine Zeit lang für OK zuständig in Thüringen und in Hessen auch. Und das sind ja dann so, sagen wir mal, die Problemländer phasenweise auch gewesen, ne, wo man dann gar nicht mehr weiß, wer war worin verwickelt. Ja, da hätte man ja noch den Vorteil, dass man dann sagen könnte, wenn die V-Leute beim Verfassungsschutz haben, dann habe ich die parlamentarische Kontrolle wieder, ne? Aber dass man das überhaupt zusammengelegt hat, war ja auch ein Ergebnis davon, dass man genau gewusst hat, dass diese Bereiche ineinander übergehen. Ne? Aber man hat uns dann eben, wenn wir gesagt haben, V-Leute im Bereich Nazis hat man uns genannt, aber die im Bereich OK halt nicht. Ne? Aber es waren teilweise die gleichen. Ne? Mhm. Und dass die Szenen überlappen, das wissen wir jetzt schon eine ganze Weile. Du hast es vorhin schon erwähnt, Uwe Böhnhardt war tätig für diverse Banden. Wir haben dann auch diesen Overlap in Kassel mit Herrn Andreas Temme, unserem Lieblingsverfassungsschutzmitarbeiter, der in diesem Kasseler Internetcafé zur Zeit des Mordes an Halit Yozgat anwesend war, 2006 und sich an nichts erinnert. Der hat sich auch im Rockermilieu, im Milieu der organisierten Kriminalität und auch im war auch mit Nazis verbandelt, also da gibt es immer wieder Schnittstellen, das weiß man auch. Ich würde jetzt gerne noch mal zu den Strukturen kommen, und zwar, was ich immer gerne zitiere, ist, was ja eigentlich auch nicht erlaubt ist, ist, dass V-Leute in steuernden Positionen sitzen, in Führungspositionen. Das ist im Verfassungsschutzgesetz untersagt und auch in diversen Dienstaufsichtsrichtlinien. Macht ja auch Sinn, denn wir wollen ja nicht, dass mit Steuergeldern quasi kriminelle oder terroristische Vereinigungen aufgebaut und geführt werden. Das Problem hatten wir ja schon mal bei dem ersten NPD-Verbotsverfahren. Jetzt ist in den letzten Jahren aber einiges an die Öffentlichkeit gekommen. Zuletzt die Neuigkeit, was man dann auch nicht so gerne hört im Bundesamt für Verfassungsschutz. Der Chef von Blood and Honor Deutschland, Nias hieß der V-Mann, alias Stefan Lange, der war V-Mann. Blood and Honor Sachsen wurde von Thomas Starke und Jan Werner geleitet, auch beides V-Leute. Blood and Honor Thüringen von Marcel Degner, der sich zwar auf einmal nicht mehr erinnert hat, dass er V-Mann war, aber das ist inzwischen gesichert. Das war sehr, also ein bisschen Satire im Münchner Verfahren, weil da war dann irgendwie sein Ordner mit den Akten verschwunden und er wusste es nicht mehr und dann tauchte der Ordner wieder auf und er wusste es immer noch nicht. Und also es war ein Hin und Her, aber also auf jeden Fall, sein V-Mann-Führer erinnert sich. Die Hammerskins wurden vom schon erwähnten Mirko Hesse geleitet, der auch genau da, wo die Hammerskins gegründet wurden, V-Mann wurde. Deswegen fragt man sich nun auch, war da zuerst die Henne oder das Ei? Von Tino Brandt hatten wir schon geredet, auch der wurde ermutigt, den Thüringer Heimatschutz auf- und auszubauen. Und im Bereich des Ku Klux Klan hatten wir Corelli, der bundesweit aktiv war, Achim Schmidt in Baden-Württemberg, der dann unter anderem überlegt hat, auch eine extra Einheit für Polizisten einzurichten und dann natürlich Piatto alias Carsten Schipanski aus Brandenburg.
All das waren Führungsfiguren. Und an dem Punkt haben wir dann wohl ein strukturelles Problem. Sehe ich das richtig, Hajo? Kannst du auch. Ja, kannst du auch, Dorothea, gerne. Du wolltest doch gerne was sagen, Hajo. Ja, du sagst es. Mit der Beschreibung hast du das strukturelle Problem, dass eine systematische Verbindung zwischen einer staatlich um Verfassungsschutz bemühten Institution und dem Gegenteil, nämlich der Unterwanderung und der Hilfe bei dieser Unterwanderung des Staates, der Demokratie durch Terrorgruppen. Das sind alles die drei genannten, gibt es vielleicht noch ein, zwei mehr. Also Ku Klux Klan sind die Klassiker, Hammerskins und Blood and Honor. Und alle waren sozusagen zum Teil mitgegründet von V-Leuten oder gesteuert von V-Leuten. Mich macht es, wenn ich es jetzt beschreibe, sprachlos. Es ist eine Struktur. Es ist eine Struktur, die der Verstrickung, der bewussten Verstrickung derjenigen, die vom Staatswohl sprechen, mit der Zerstörung des Staatswohls. Und dazu vielleicht noch eine Bemerkung, wenn du vom Landeswohl sprichst und das ironisch zitierst, oder vom Bundeswohl, oder es gibt verschiedene Wohldefinitionen. Klassisch ist das Staatswohl. Und das Staatswohl ist eine undemokratisch durch nichts kontrollierte Überlagerung aus dem autoritären Staatsdenken aus der frühen Neuzeit. Nicht? Also bei Hobbes, bei Machiavelli, da findet man auch viel über Lügen, by the way, da gibt es dieses, das Staatswohl erlaubt im Grunde alles, weil es um den Staat geht. Und das wird jetzt, das wird ja bei diesem Herrn Frisch, der wahrscheinlich der Herr Fritsche ist, der jetzt der Geheimdienstkoordinator des Bundeskanzleramts, auch so erzählt im Oktober 2012. Ich habe das erlebt, der hat getobt. Der hat gesagt, ihr, jetzt reicht's, ja. Und gesagt, das Staatswohl ist in Gefahr, und das macht dann auch Bouffier beziehungsweise im Hessen, der spricht dann vom hessischen Landeswohl, und das ist eine Generalklausel zur Ermächtigung von was immer, aber ohne jede Kontrolle. Und dann fällt einem natürlich geschichtliche Beispiele ein, aber das lasse ich lieber, dann wird es noch heftiger. Dorothea, noch eine Ergänzung dazu, also das haben wir auch in Thüringen jetzt schon gehört, das haben wir jetzt in Thüringen aber auch schon manchmal gehört von Entscheidungsträgern. Also jetzt müsste mal gut sein. Ne? Man hätte damals halt bei der Aufdeckung des NSU, das wäre klar gewesen, da hätte man jetzt mal gucken müssen. Aber jetzt müsste man noch mal sehen, wir haben jetzt eine hohe Gefährdungslage, ne? Und da brauchen wir jetzt die Dienste, ne? Und dann macht er mal hier nicht weiter alles kaputt. Also so sinngemäß. Eine ganz kurze Frage nur, würdest du nicht sagen, der Verfassungsschutz hat die rechte Szene befeuert damals? Ja, selbstverständlich, das steht ja auch in unserem Bericht. Ja. Und das geht halt, nicht, und daraus ergab sich ja auch diese grundsätzliche Kritik an diesem V-Leute-System. Ne? Ich erinnere mich, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben auf einem Podium, Dorothea, das war zu einem besonderen Jahrestag, das war so, da hat sich das Auffliegen des NSU, das sogenannte, zum 5. Mal gejährt, und gleichzeitig ist was ganz Furchtbares passiert. Es ist nämlich etwas verjährt, und zwar, das kam jetzt auch im Hörspiel vor, also das Aktenschreddern des Herrn Lothar Lingen ist während unserer laufenden Vorstellungen vor unser aller Augen verjährt, obwohl das viele Leute auf dem Schirm hatten. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Dieser Lothar Lingen hatte am 11.11.2011 Akten geschreddert, und zwar mindestens 2000 Seiten, die Operation Rennsteig, also eben dieses V-Mann-Werbe-Großverfahren sozusagen in Thüringen. Und da war auch darunter der V-Mann Tarif, der dem Trio eine Unterkunft angeboten, also er wurde gefragt, ob er das Trio bei sich unterbringen könne, und hat es seinem V-Mann-Führer erzählt, und der V-Mann-Führer hat gesagt, nee, lass mal. Das war 98, und wenn wir jetzt rekonstruieren, dann wäre natürlich die ganze Sache ein bisschen anders ausgegangen, wenn man das denn gemacht hätte. Diese Sachen wurden vernichtet, und erstmal hat Herr Lingen gesagt, das war ein ganz normaler Vorgang, das hatte gar nichts mit dem NSU zu tun. Und dann wurde eben, wie gesagt, dieses Geständnis im Bundestagsuntersuchungsausschuss gefunden, dass er schon 2014 der Bundesanwaltschaft gestanden hatte, das sehr wohl vorsätzlich gemacht zu haben.
Dorothea, wer oder was wird da geschützt und wie muss man da eigentlich juristisch vorgehen? Ja, juristisch muss man vorgehen, indem man halt versucht, ob man nicht noch eine Lücke findet. Und als dieses Verjährungsdatum drohte, da habe ich ja auch rotiert und dann habe ich mich, also auch die Staatsanwaltschaft in Köln, die ist zuständig, gewandt und habe die also mehr oder weniger gepflegt beschimpft, also im Juristendeutsch, ich kann das, das ist mein eigentlicher Beruf. Ja, ich habe die aufgefordert, die Ermittlung wieder aufzunehmen und eben nicht zu, damit die Verjährung nicht eintritt. Da müssen ja, muss das Ermittlungsverfahren praktisch wieder eröffnet werden und entsprechende Schritte einzuleiten. Dann wäre die Verjährung nochmal unterbrochen worden und das wollten die nicht. Dann habe ich ihnen mehr oder weniger gedroht, dass ich dann auch Strafanzeige gegen sie selber erstatten müsste, wegen der berühmten Strafvereitelung im Amt, wenn sie das nicht machen. Und dann haben sie einen Trick gefunden und haben tatsächlich wieder angefangen zu ermitteln, aber nicht wegen dem 11.11., sondern wegen ein paar Tagen später. Und war das die Konstruktion war, war der 11.11. war dann vergangen über meinen Versuchen und Beschimpfungen, die nichts bewirkt hatten. Also war irgendwie ein paar Tage später, hatte er noch mal was gefunden und hat das auch noch vernichtet. Und da haben sie gesagt, an den paar Tagen hat sich aber öffentlich schon wieder was gedreht. Und da war eigentlich klar, er sollte den ganzen Vorgang bis nämlich dann vorlegen, was er da eigentlich geschreddert hatte, 11.11., deswegen Spitzname Aktion Konfetti. Und da hätte er schon wissen müssen, ne, dass er da nicht weiter vernichten dürfte. Und dann hatte aber irgendeine Mitarbeiterin, die ihm irgendwie alles zusammensuchen sollte, die hatte gesagt, hey, hier haben wir ja noch was vergessen gehabt und das hat er dann auch noch schreddern lassen. Und das war dann noch nicht verjährt und da haben sie mir dann geschrieben, okay, da nehme ich jetzt nochmal Ermittlungen auf. Und ich muss jetzt allerdings mal dringend nachfragen, was daraus geworden ist. Und wenn sie die wieder eingestellt haben, dann kann ich ja meine Strafanzeige wegen Strafvereitelung im Amt immer noch stellen, weil diese Strafvereitelung im Amt wiederum, die ist jetzt noch nicht verjährt. Also der strafrechtliche Vorwurf, also ich hatte versucht, der Staatsanwaltschaft Köln mit meinem Drohanrufen und Schreiben klarzumachen, dass wenn sie jetzt nicht gegen den Linken ermitteln, dass sie dann selber dran sind. Und das verjährt noch nicht. Also wenn sie etwas verjähren lassen, ne, so wie es auch hier in dem Stück, dann sind sie selber dran wegen der Strafvereitelung im Amt. Und dann, da habe ich ja wieder 5 Jahre. Ne. Also deswegen da... Ja, und da muss man dann eben dranbleiben. Und ich bin da auch am Prüfen, wer da noch in Frage kommt für ein solches Vorgehen. Das heißt, für weitere Strafanzeigen? Ja, wenn es nicht anders geht. Nee, das ist ja absolut gerechtfertigt. Also willst du da Zielpunkte nennen? Nein, weil eigentlich geht es mir ja wirklich, also wir haben auch eine Unschuldsvermutung. Also ja, klar. Ich, wie gesagt, bin Juristin im richtigen Leben und es geht mir jetzt auch nicht darum, da jetzt irgendwie PR mitzumachen und irgendwelche Leute da jetzt in den Fokus reinzuzerren. Aber bei dem Lingen, das ist ja auch nur ein Deckname, der heißt in Wirklichkeit auch anders. Axel Minrath. Ja. Axel Minrath, das hatten wir auch in der Einblendung hier. Ja, der hat auch einen Klarnamen und da war es eben so offenkundig und es war so ärgerlich und das war eben auch Gegenstand öffentlicher Berichterstattung und deswegen erzähle ich das jetzt hier und beim anderen. Also ich würde mich freuen, wenn was bei rauskommt. Und wenn man da vorher zu viel Wind macht, dann bilden sich da vielleicht auch falsche Allianzen und auch Solidaritätseffekte wieder mit den von mir so übel Beschimpften. Und das möchte ich vermeiden. Die sollen mal sorgfältig arbeiten. Und das kann man immer wieder, wie gesagt, kontrollieren, weil dann sind wir noch mal 5 Jahre bei der Strafvereitelung im Amt, wenn Strafanzeigen, die Anlass sein sollten, zu ermitteln, wenn denen nicht nachgegangen wird. Ja. Gegen die Bundesanwaltschaft sind ja auch Strafanzeigen eingegangen wegen der Vernichtung der Beweismittel von Jan Werner. Da habe ich mich neulich auch schon mal gefragt, was ist denn da der Stand der Dinge? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also, aber das ist eigentlich, wenn man irgendwo eine Anzeige erstattet, dann fragt man natürlich nicht gleich nach, weil es ist ja dann eigentlich Staatsangelegenheit, das zu ermitteln. Aber irgendwann fragt man dann schon mal, was dabei rausgekommen ist. Und das sollte jetzt, denke ich, auch in den Fokus geraten. Wir haben jetzt in München endlich dieses Verfahren steht vor dem Abschluss. Es gibt zwar immer noch wieder neue Befangenheitsanträge und dann läppert sich es wieder noch. Aber wenn wir dieses Urteil haben, dann haben wir einen Teil des Netzwerkes, einen kleinen Teil des Netzwerkes strafrechtlich behandelt. Aber was wir immer noch nicht behandelt haben, ist das Staatsversagen. Ne? Das steht ja als Begriff auch in vielen Untersuchungsausschussberichten. Und nach der Verantwortungnahme von den Leuten, die diese sogenannten Pannen und Fehler begangen haben, haben wir ja doch nichts gehört. Im Gegenteil, die sind ja
größtenteils befördert worden. Ja, ein paar sind in Ruhestand gegangen. Aber das war's dann. Also eine richtige disziplinarrechtliche oder strafrechtliche Konsequenz hat der NSU-Skandal bis heute nicht für einen einzigen Behördenvertreter gehabt oder Vertreterin, aber es waren mehr Männer. Und das kann so auch nicht bleiben. Ne? Ganz genau. Außerdem möchte ich noch gern daran erinnern, also es sind jetzt in München zum Teil überraschend hohe Strafen gefordert worden. Also in einigen Fällen waren dann auch Prozessbeobachter überrascht. Zum Beispiel im Fall André Imminger, der neulich ganz spektakulär im Gerichtssaal in Gewahrsam genommen wurde. Allerdings darf man jetzt unbedingt, deswegen möchte ich das gerne zu allen Leuten sagen, nicht vergessen, auch auf die anderen Ermittlungsverfahren zu gucken. Nämlich diese noch 8, im Hörspiel sind es noch 9, aber inzwischen sind es nur noch 8. Eins ist nämlich schon eingestellt worden und dieser damals Angeklagte, der saß dann neulich auch gleich im in so einem Szenehemd im Gerichtssaal. Da war so hinten so etwas verklausuliert, KKK draufgeschrieben. Die Polizei hat dann im Rausgehen gesagt, das möge er doch bitte nächstes Mal nicht mehr anziehen, dieses Hemd. Die waren als Unterstützer im Gericht, eher mit einem Münchner Rechtsterroristen, einem verurteilten Münchner Rechtsterroristen. Die kannten sich auch offenbar und interessanterweise kann man sich jetzt zum Beispiel mal sicher sein, dass sich die Martin-Wiese-Gruppe, also eine Terroristengruppe aus München, und die Thüringer Szene sehr wohl kennt. Und das ist deshalb interessant, weil in München der Mord an Theodoros Bulgaridis im Jahr 2005 wirklich in Spuckweite von einer WG der Terrorgruppe Martin-Wiese stattfand, die da kurz vorher eine WG hatte. Da wurde von den Ermittlungsbehörden immer gesagt, die würden sich nicht kennen. Das nur so am Rande. Also 8 Ermittlungsverfahren stehen noch aus und wir wissen nicht, wann die verjährt werden. Also wann die verjähren werden. Deswegen würde ich... Das hängt halt von der Strafandrohung ab. Also Beihilfe zum Mord, das würde nicht verjähren. Aber wenn ich es jetzt halt mit anderen Straftaten zu tun habe, wie was weiß ich, Waffen besorgen, Diebstähle begehen, Betrügereien, Banküberfälle, ne, da habe ich eben eine kürzere Verjährungsfrist. Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, weil die Bundesanwaltschaft zum Beispiel immer ganz, also neulich fiel wieder so der Satz, am 4.11.2011 habe sich die terroristische Vereinigung NSU aufgelöst. Ich bin immer wieder beeindruckt, mit welcher Überzeugung die Bundesanwaltschaft sowas sagt. Dorothea, es gibt ja nun an vielen Tatorten Hinweise auf Unterstützer vor Ort. Magst du da was ja, zu sagen? Ja, die haben sich ja schon deswegen nicht aufgelöst. Also da gab es zwar Rauch, ne, in Eisenach im Wohnmobil, aber ich meine, Beate Zschäpe ist dann auch noch rumgefahren und hat diese Bekennervideos verteilt. Ne. Warum macht sie das denn, wenn alles zu Ende ist? Und hat ja dann auch noch korrespondiert aus der U-Haft mit irgendwelchen Unterstützern. Und das heißt doch, dass das Netzwerk natürlich noch da ist. Und es gab ja die berühmte Musikveranstaltung Freiheit für Wolle, wo eben auch gesammelt worden ist. Für die, ne, und was für Tote muss man ja nicht sammeln. Ne? Ja, also es ist absurd. Hajo, auch im Bundestagsausschuss wurde immer wieder von Unterstützern, sogar von Mittätern phasenweise gesprochen. Wie bleibt jetzt diese Feststellung in der Luft hängen? Also wenn mit so einer Vehemenz auf der einen Seite von der Bundesanwaltschaft gesagt wird, der NSU habe sich am 4.11.2011 aufgelöst, wobei in Klammern die Bundesanwaltschaft sagt im Moment auch wie ein tropfender Wasserhahn, der Verfassungsschutz habe großartig zur Aufklärung beigetragen. Das gebe ich auch immer wieder gerne in die Öffentlichkeit. Also das ist ein spannendes Intermezzo, das noch weitergeht. Nämlich ein massiver Konflikt zwischen dem Untersuchungsausschuss unter der Leitung von Binninger und der Bundesanwaltschaft. Binninger hat in der Frage seiner Kollegin Kiesewetter tatsächlich alles wissen wollen. Dieser Eindruck hat sich nach 6 Jahren Beobachtung und auch vielen Gesprächen mit ihm immer wieder ergeben. Kiesewetter war in Böbling und er ist aus Böbling als Polizist dann in die Innenpolitik gegangen und hat sich nicht wieder aufstellen lassen. Auch interessant. Er wollte das rauskriegen. Er ist blockiert worden vom Untersuchungsausschuss, in diesem Fall von Baden-Württemberg. Ist nichts dabei. Wir waren auf der Theresienwiese, wo dieser Mord bzw. das Attentat auf die beiden Polizisten stattgefunden hat.
Und Binninger hat über die Jahre insistiert, ich will das wissen. Das war im Grunde die Botschaft. Ich will nämlich wissen, oder ich gehe davon aus, so zugespitzt, dass es nicht die beiden, drei Kerngruppen NSU-Täter waren, die geschossen haben. Sie waren in der Nähe, dafür gibt es Hinweise, ja, aber die Tatausführung ist durch andere passiert. Und das ist hochindizienhaft, indizienmäßig belegt. Dadurch, dass unabhängig voneinander Zeugen ausgesagt haben, die blutverschmierte Männer, diese Geschichten haben sie vielleicht gesehen oder gelesen, weggelaufen sind, mindestens 5 Zeugen. Es gibt diese Phantombilder und nun kommt das Drama. Der Zuständige, bis heute nicht erkennbar warum, Staatsanwalt hat gesagt, das interessiert mich nicht. Ich gehe nicht auf diese Phantombilder auf und ebenfalls die ermittelnden Behörden auf die entsprechenden Zeugenaussagen ein. Sie wurden im Grunde verwischt und sozusagen in die Tonne getreten. Und der Untersuchungsausschuss 2, ebenso wie der schon 1 im Bund, hat dann gesagt, das geht nicht. Und er ist dann dazu gekommen, dass es mindestens Mittäter, Unterstützer im Falle Heilbronn gegeben haben muss. Der Fall fand im April 2007 statt. Und als dann wieder nichts kam und die Bundesanwaltschaft gesagt hat, interessiert mich alles nicht, was ihr da in Berlin macht, da hat er sich die alle hergeholt. Erst die zuständige Anklageanwältin, dann Weingarten und zum Schluss Diemer, den Sie jetzt im Fernsehen sehen, sozusagen der sich als Chef was? Der Chefankläger, ja, genau. Und dieser, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Weingarten, das passt einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Das ist ein faszinierender Jurist. Also das hättest du sehen müssen, wie der 5 Stunden gegrillt wurde von Binninger und anderen in dem Untersuchungsausschuss. Eine Sternstunde. Und er hat sich einfach rausgeredet. Er hat gesagt, ach, mich interessiert der Marsch noch nicht. Also ich übersetze das jetzt, habe das alles aufgeschrieben, wenn Sie es genau haben wollen. Das ist nicht erheblich. Die DNA-Spuren brauchen wir nicht. Wir wissen ja, es sind die 3. Das heißt, es war eine richtige ideologische Veranstaltung. Und das mit der Brillanz eines leerredenden Juristen. Es gibt Juristen, die einfach brillant sind und nichts sagen. Und das hat er 5 Stunden geschafft. Das bist nicht du. Ich sage das nur, weil du als Juristin das vielleicht noch besser beurteilen kannst als ich. Hajo, eine ganz kurze Zwischenfrage dazu. Was macht das mit der öffentlichen Sicherheit? Erstens. Und zweitens, was das mit der öffentlichen Sicherheit macht, dieses Wissen darum, dass es sehr viele Leute gibt, die da in einem Dunstkreis in irgendeiner Form sind und frei rumlaufen, das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, du hast gerade ein Buch herausgebracht, das heißt Deutschland, die herausgeforderte Demokratie. Da geht es unter anderem auch um Glaubwürdigkeit öffentlicher Institutionen. Wie ist es darum bestellt in diesem Kontext? Ja, das ist katastrophal. Die Sicherheit wird in den Augen der Bevölkerung dadurch gemindert, indem man hört, wie jetzt und durch dein Stück und durch deinen Untersuchungsausschussbericht, dass etwas nicht stimmt, und zwar im Kern nicht. Dass sozusagen etwas zugelassen wird, was in Richtung Terror geht und natürlich dann auch erleichtert, dass es rechtsterroristische Gruppen irgendwie weitergibt, die dann in unterschiedlicher Weise auch indirekt oder direkt an der Gewaltwelle der letzten Jahre beteiligt waren teilweise. Dafür gibt es einzelne Belege oder sie unterstützt haben. Das heißt, es ist eine Katastrophe für das Sicherheitsgefühl und für die Sicherheit, das ist noch viel entscheidender. Und deswegen ist die Forderung schon, dass eine Reform der Sicherheitsarchitektur vor allem auf die unkontrollierte Struktur des Bundesamts für Verfassungsschutz zielen muss. Dorothea, was braucht es jetzt, deiner Meinung nach? Was müssen wir tun? Was können wir auch als Zivilgesellschaft machen? Naja, also ich freue mich halt immer an einem Abend wie heute, also eigentlich über Ihr Interesse.
man kann ja den Abend auch anders verbringen. Und davon leben wir aber auch im Untersuchungsausschuss, dass dieses, ne, also jetzt ist mal gut, ne, hört mal jetzt auf damit, das interessiert doch keinen mehr. Also das wurde ja auch in dem Stück so kolportiert als unterstellte Aussage, denn dass das eben nicht stimmt. Ne. Also ich erlebe das auch immer anders. Also, und solange der öffentliche Druck auch da ist und das Misstrauen und auch die Erkenntnis, dass da immer noch ein ganz großes Stück übrig ist mit der Aufklärung, solange kann die auch weitergehen, weil da können wir uns dann auch drauf beziehen. Ne? Wenn wir dann mit irgendjemandem verhandeln, der uns was nicht sagen oder was nicht geben will, dann sagen wir, ey, ne, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann gibt es aber auch richtig Dresche in der Öffentlichkeit. Und deswegen ist das sehr wichtig für diese vollständige Aufklärungsarbeit, dass da auch ein hohes öffentliches Interesse immer dahinter steckt. Vielleicht noch eine Ergänzung. Diese Aufklärungsinteresse ist in Wellen. Es ist völlig naheliegend, dass man nicht immer völlig on alert ist und alles mitkriegt. Es ist auch sehr komplex. Und deswegen ist die Konzentration, so wie du das jetzt in der Diskussion, im Podium machst, natürlich wichtig. Was sind die Kernprobleme? Sodass man von dort aus dann, und so müssen sie auch immer wieder neu dargestellt werden, dass man den Überblick gewinnen kann, wenn man es will, und dazu entsprechende Präsentationen macht. Eine Klammerbemerkung noch. Wir haben einen neuen Fall, den ich jetzt nicht inhaltlich darstellen will. Das ist der Fall Anis Amri. Da ist was sehr faul mit, ich sag's, dem Bundesamt. So. Es gibt ja die Regel, dass man Ermittlungen unterbrechen kann. Und das spricht sehr viel dafür, die Indizienkette ist eigentlich schon sehr stark, dass das Bundesamt ihn gelassen hat, ich sage es mal ganz grob, ihn nicht hat fangen wollen, aus übergeordneten Gründen etwas anderes aufzuklären und damit dann das Attentat zuzulassen. Interessant ist, dass in den Klartextgesprächen der Kanzlerin eine Überlebende, ein Familienmitglied eines Getöteten bei dem Attentat auf dem Breitscheidplatz auftreten sollte und das ZDF wenige Stunden vorher sie ausgeladen hat. Das spricht dafür, dass da nicht die ganze Wahrheit auf den Tisch kommen soll. Ich weise darauf hin, das wird noch ein dickes Ende haben für die Zuständigen. Ich möchte ganz kurz auch sagen, wir haben auch in München einen neuen Fall leider, und zwar den nicht Amoklauf, sondern das Attentat letztes Jahr im Olympia-Einkaufszentrum, wo sich inzwischen auch die Hinweise mehren, dass die Behörden davon vorher wussten und dass es einen rechtsextremen Hintergrund hatte, das wissen wir inzwischen alle, und auch da gab es wieder 9 Tote. Ja, und also was wir halt immer wieder, also auch in Thüringen merken, selbst wenn wir hier aufklären wollen und auch Unterstützung auch bekommen, auch von der Regierungsseite, dass wir dann natürlich auch das Bundesamt auch gerade versucht oder die Bundesbehörden, also auch Thüringen, immer wieder auszubremsen. Also da auch das dass also auch jetzt dieses neue Gesetz, was noch im Schnellverfahren verabschiedet worden ist, über das Bundesamt für Verfassungsschutz, das erlaubt jetzt plötzlich zum Beispiel V-Leute einzusetzen, auch in Ländern, also in Regionen, ohne die Länder davon zu unterrichten. Damit wird also zum Beispiel unsere V-Leute weitgehend abgeschaltet haben, kann damit quasi unterlaufen werden. Ne? Also die machen dann einfach, lassen die Leute vom Bundesamt rumlaufen und müssen uns als Thüringer noch nicht mal unterrichten. Das LKA Berlin hat aber zu meinem großen Erstaunen auch in Sachsen V-Leute eingesetzt. Das habe ich mir nicht ganz, aber egal. Aber es gab immerhin bisher die Regel, dass man sich dann unterrichtet, ne, wenn da welche rumlaufen von einem anderen Dienst. Und das sind alles so Dinge, die sind nicht gut. Und wir kommen daher jetzt nicht so richtig ran, weil wir als Thüringer immer nur das untersuchen können, was einen Thüringen-Bezug hat. Wir können natürlich auch zu solchen Rechtsänderungen Stellung nehmen und können sagen, hier wird auch die regionale Aufklärung dadurch behindert und hier werden auch die nötigen Schlussfolgerungen aus dem NSU-Skandal werden unterlaufen dann, wenn man halt versucht, da wo andere politischen Farben an der Macht sind, das alles wieder zu konterkarieren, was wir besser machen wollen. Also das ist auch noch eine Frage der politischen Aufarbeitung am Ende. Aber wie gesagt, erstmal kommt Aufklärung und da sind wir noch lange nicht zu Ende. Und wir wollen auch versuchen, uns die Michelle Kiesewetter nochmal ranzuziehen, auch wenn der Mord in Baden-Württemberg stattgefunden hat. Michelle Kiesewetter ist eine aus Thüringen, aus hier, klar, wissen Sie alle, aus Oberweißbach stammende
ein Landeskind, sagt man ja immer in Thüringen so gerne, ne? Und also wir glauben nicht an diesen Zufallsmord da von irgendwelchen Nazis oder den sogenannten Trio, dass die da diese lange Strecke nach Baden-Württemberg fahren, weil sie mal zufällig zwei Polizisten umnieten wollen. Das hätten sie dann ja auch hier machen können. Und von daher haben wir da auch noch Ermittlungsbedarf. Und dann haben wir auch noch Rückfragen, weil es ergeben sich ja immer wieder neue Erkenntnisse, also auch zu dem, was wir eigentlich erstmal abgeschlossen hat im ersten Bericht. Die sogenannten Restanten, die kommen dann auch alle nochmal dran. Und unser Untersuchungsausschuss, jetzt kommt der kleine Werbeblock, ist öffentlich. Wir tagen, das ist natürlich vormittags schwierig für Leute, die arbeiten oder studieren. Eigentlich, ich frage mich jedes Mal in diesem großen Saal 101, warum dann nicht Schulklassen kommen. Ne? Ich verstehe es nicht. Das ist wirklich ein lebendiger Anschauungsunterricht auch für lebendige parlamentarische Demokratie. Meine Tochter, die jetzt im vorletzten Jahr Abi gemacht hat, die ist dann irgendwann mal mitgekommen und wollte eigentlich nur eine Stunde bleiben. Und dann habe ich gemerkt, die sitzt da immer noch. Und ich sagte, Mama, das ist ja super interessant, das ist richtig spannend. Wir zeigen ja sogar manchmal bunte Bilder. Also das ist, ja, wir haben da einen großen Projektor und große Leinwände, weil das, wir haben am Anfang, das ist jetzt vorbei, aber nur um das jetzt mal zu erzählen mit diesem Wohnmobil in Eisenach, das ist ja auch nicht richtig, es war ja nur sehr oberflächlich untersucht worden, was da eigentlich passiert ist. Und dann haben wir ja am Anfang rausgefunden, dass da ganz viele, also ganz viele nicht, aber doch einige Pressevertreter vor Ort waren und die hatten da Fotos gemacht, teilweise sogar Videos. Und wir waren die Ersten, die sich dafür überhaupt interessiert haben. Und dann hatten wir da Bilder von diesem rauchenden Wohnmobil und dann standen da diese Unmengen von Polizisten in Zivil und in Uniform und Tatortgruppe und was noch alles. Und dann konnten wir natürlich auch die Zeugen ganz anders befragen, ne? Weil die ganzen, die mit ihrer Amnesie da immer rumsitzen, ne? Das ging dann nicht. Dann haben wir gesagt, hey, der hier vorne, da, der dritte von rechts, da vor dem Wohnmobil, sind Sie das? Ne? So, dann haben wir die Bilder riesengroß gezeigt und die waren bunt und dann mussten die sagen, ja, ja, das bin ich. Ne? Und dann haben wir die natürlich auch ganz anders in die Mangel nehmen können. Aber auch selbst, also solche, also wirklich, ja gut, ich will jetzt nicht zu weit ausdehnen, aber solche banalsten Beweismittel sind überhaupt nicht angefordert worden von Behörden, wie Bild- und Filmmaterial, was vor Ort hergestellt worden ist. Und wie gesagt, der eine Journalist, der da ein Video gemacht hat, da raucht das Ding noch. Also das ist schon wirklich brutal, weil man ja auch weiß, liegen doch die Toten da drinnen und das, ja, wir sind die Ersten, die sich dafür interessiert haben. Und also, das haben wir da auch gezeigt. Ich denke auch, dass das sehr, sehr spannend ist, zuzugucken, entweder bei Prozess- oder Untersuchungsausschüssen jeglicher Art, denn eine kompetente Bevölkerung stellt natürlich auch kompetente Fragen und deswegen würde ich jetzt gerne an Sie, an euch alle abgeben. Wer hat denn Fragen? Bitte um Handzeichen. Und vielleicht können wir ein bisschen zwei, drei Fragen sammeln jeweils. Und vielleicht sagen Sie immer dazu, an wen die Frage geht. Danke. Also meine Frage geht eigentlich an alle drei, befürchte ich. Das, was Sie jetzt gesagt haben, was natürlich auch im Stück vorkam, lässt so ein bisschen natürlich die Frage auftauchen, was sind eigentlich so die Motive? Also es wird ja nicht nur sein, dass der Verfassungsschutz einfach so unglaublich dämlich ist. Vielleicht ist da auch der ein oder andere Depp dabei, aber das ist nicht, das ist zu viel. Und andere Landesverfassungsämter scheinen ja da auch nicht viel besser unterwegs zu sein. Wenn ich das alles zusammennehme, ergibt sich dann so ein bisschen so ein Horrorbild von ich sag mal, jetzt etwas übertrieben, Nazi-unterwanderten Bundesbehörden, die da so einen Staat im Staat-Leben führen, was ja wahrscheinlich so nicht sein wird. Trotzdem wird man diesen Eindruck nicht ganz los. Mich würde interessieren, wie Sie drei das einschätzen, was die Motive sind für diese unglaublichen Dinge, die da passieren. Danke. Vielleicht nehmen wir noch eine Frage dazu. Ja, aus dem Publikum. Wer hatte noch eine Frage? Bestimmt. Nur Mut. Man muss immer warten, dann kommt plötzlich okay. Ja, es waren ja jetzt mehrere Fälle, die Sie genannt hatten. Wir sind jetzt zum Beispiel aus Zwickau und wir hatten in Weißenborn so ein schönes Haus stehen, was ja in die Luft geflogen ist und da wächst jetzt so Gras drüber. Also wir haben auch den Eindruck, dass da Gras über die Sache gewachsen ist. Was spielt das für eine Rolle, das Haus in Weißenborn?
Wissen Sie was davon? Weil ich war zu der Zeit in Hamburg. Und in Hamburg hieß es, ja, möchtest du wirklich zurückfahren nach Zwickau, da wo jetzt die NSU herrscht? Und ja, das wurde halt sofort damit verbunden. Oder dann lassen wir es jetzt erstmal bei den zwei Fragen. Zu den Motiven, sag doch gerne beide was dazu. Das Haus in Weißburg. Hast du da was dazu sagen? Komm. Das ist abgebrannt, oder wie? Die Frühlingsstraße, ja, ja. Naja, da wissen wir ja mittlerweile auch, also das können wir uns natürlich auch nur mittelbar ranziehen hier in Thüringen, weil das ja wieder Sachsen ist. Ne? Und da wissen wir ja mittlerweile auch, dass das sehr früh eigentlich eingerissen worden ist. Das hat man ja begründet mit angeblicher oder vielleicht war es auch tatsächlich Einsturzgefahr, ne? Und dann war da ein riesen Schuttberg und da hat ja dann ein Polizeischüler dann diese berühmte Waffe dann da überhaupt erst rausgezogen, ne? Indem der da immer ein bisschen gesucht hat, was er da Nettes findet. Also ich vereinfache das jetzt ein bisschen. Also das ist auch nicht ein Muster von erstklassiger Spurensicherung gewesen und vor allen Dingen hat man ja da sehr schnell eigentlich in diesem Bau auch Indizien dafür gekriegt, dass das eine hochprofessionell agierende Terrortruppe war. Die hatten ja quasi so einen Sicherheitsbereich noch hinten, also an der Wohnung angegliedert. Also es gab so erstmal vorne den netten Eingang, wo Beate wahrscheinlich auch immer mal runtergelaufen ist zu den Nachbarn und dann mit denen Pizza gegessen hat und ein Sektchen getrunken. Aber da war ja schon eine Überwachungskamera. Also die haben ja schon gefilmt, wer zu Besuch kam. Und dann war ja in der Wohnung selber nochmal quasi so ein Sicherheitsbereich, wo keiner Zugang hatte. Und da hat man auch allein durch diese super Professionalität gesehen in diesem Nest von denen, wo man also von Anfang an auch, also das widerlegt auch allein schon die Anlage des Gebäudes, dass die Beate Zschäpe, wo sie dann, weil es wahrscheinlich doch irgendwann langweilig wurde, glaubte, sie müsste sich äußern in dem Münchner Prozess und sich dann da als das Heimchen am Herd da darstellen wollte. Ne? In so einer Bude, also nee, danke. Ne? Das ist das. Und jetzt die noch schlimmere Frage nach den Sympathien des Verfassungsschutzes. Also wir haben ja nun hier in Thüringen diesen ehemaligen Verfassungsschutzchef gehabt, der da auch Furore gemacht hat. Also in dem muss ich auch wirklich absolute Nähe zu rechten Gedankengut unterstellen und auch eine verharmlosende Betrachtung oder vielleicht sogar eine verhohlene oder unverhohlene Sympathie auch für so etwas. Und wahrscheinlich ist es am Ende aber auch so, ne, der Tino Brandt wurde ja immer als die sogenannte Top-Quelle da bezeichnet, dass man dann auch irgendwie sich verbündet. Ne? Du hast es ja eben auch gerade erzählt, dass der V-Mann-Führer von Corelli am liebsten noch mit dem zusammengezogen wäre am Schluss. Ne? Tino Brandt, das haben sie uns immer erzählt, das war unsere Top-Quelle. Mit denen hat man sich also zweimal in der Woche zum Kaffee so ungefähr getroffen und dann hat er die Demonstrationen denen verraten, die er vorher selbst angemeldet hatte und dann hat er dann Cash auf die Hand, dann da seine 200 D-Mark gekriegt, mal weniger, mal mehr. Und das, da entstehen wahrscheinlich auch, was weiß ich, irgendwelche Kumpaneien, die einfach nur schlimm sind. Ne? Und dann unterstelle ich schon auch den Bundesbehörden auch eine Verharmlosung von rechter Gewalt. Und es gibt ja, das kann Harjo sicherlich sehr viel besser und tiefer begründet sagen als ich, es gibt ja auch jede Menge Forschungsarbeiten. Ne? Was sind das für Leute und wie ist sozusagen auch, wie ist auch eine Gestapo letztendlich übergeleitet worden, ne? In die modernen Geheimdienste. Das ist jetzt zu platt und zu allgemein, Sie wollen es gerne konkreter. Verharmlosung rechter Gewalt, das ist ja kein neues Ding. Das hat ja schon in den 70ern, in den 60ern, das ist, also jetzt in Westdeutschland, das ist ein alter Hut, sage ich mal, das ist hier, das hat Gründe in der Geschichte und. Aber das, worüber wir jetzt hier reden, da ist mir jetzt Verharmlosung von rechter Gewalt. Stimmt, ja, Sie haben recht. Institutionell, dass ich sage, ich will nicht, dass bestimmte Fragen gestellt werden. Mhm. Ich decke das. Ich und. Ja, da spielt der Quellenschutz eine Rolle und dann natürlich die Verstrickung. Und dann, also es gibt ja auch eine These, dass man sagt, die wussten das, die wussten eigentlich auch, wo die sind, die hätten die auch fangen müssen. Also das ist ja nicht, keine These, das ist eigentlich schon erwiesen. Und warum haben die das nicht gemacht? Weil die denen möglicherweise auch aus dem Ruder gelaufen sind und man dann eben gefürchtet hat, wenn die
quasi dann gefangen werden, dass sie dann auch die engen Verbindungen aufdecken zu staatlichen Behörden. Und deswegen hat man die halt machen lassen. Das ist eine Arbeitshypothese. Machen lassen bis zu dem Punkt, wo sie sich dann an deutschen Polizisten vergriffen haben. Ich muss das mal so zynisch hier wiederholen. Und dass man dann gesagt hat, hey, jetzt reicht's aber mal. Ne? Und vorher war es ja eben nur, ja, in Anführungszeichen, also waren es ja nur die Gemüsehändler, von denen im Stück die Rede war. Ne? Ja. Kann ich ganz kurz nur einen Satz dazu. Also das mit den türkischen Gemüsehändlern ist tatsächlich, also es ist fast ein Originalzitat zum Fall Andreas Temme. Es geht doch hier nur um einen Todesfall. Was meinen Sie, was der Vertrauensverlust für einen Verfassungsschutzmitarbeiter bedeutet? Ja, das ist Originalzitat von 2006 aus der Behörde. Apropos Selbstverständnis. Da habe ich ganz gruselige Sachen gelesen, unter anderem auch die Dissertationen von einigen Verfassungsschutzmitarbeitern, die erwähnt wurden, wie die den Rechtsextremismus nicht nur verharmlosen, sondern sogar sowas wie Rostock-Lichtenhage anzweifeln, dass das wirklich die Rechten gewesen sein sollen, nur so in Klammern. Ich glaube, ein entscheidender Punkt in meinen Augen ist noch der, dass sich ein V-Mann-Führer irgendwann strafbar macht. Ich glaube, also der Punkt, wo Leute strafrechtlich belangt werden können, weil sie was übersehen haben. Ich sag mal in dubio pro reo, weil sie was übersehen haben. Und dann auf einmal das Reihenhaus und der PKW und der Gartenzwerg gefährdet sind. Denn sehr oft hat man es mit solchen Behördenvertretern zu tun. Ich glaube, da sind Leute bereit, sehr viel zu machen. Das ist mein Gefühl. Es ist auch nur eine Hypothese. Also was relativ indizienstark ist, ist die These vom Aus dem Ruder. Das heißt, man hat zunächst, für Thüringen gilt das weniger, das haben wir ja auch mit den Absichten des halbrechten oder rechtsgeschichtsrevisionistischen Röver eben angedeutet, dem Chef des Landesamts für Verfassungsschutz. Das ist nochmal besonders markant und dazu komme ich gleich nochmal. Aber ansonsten kann man mindestens sagen, dass man einiges zulässt, um Informationen zu sammeln, dass man da auch Risiken einspielt oder einbeziehen muss und dass dann es knallt, also dass es aus dem Ruder läuft und die dann schon morden oder etwas tun, was nicht mehr sozusagen vom Verfassungsschutzrahmen keineswegs mehr abgedeckt werden kann, schwere Straftaten. So, und was machen Sie dann? Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, nämlich sofort das Unterbrechen, auch mit dem Risiko, dass der eine oder andere, zum Beispiel Zschäpe, die hat ja vielleicht auch was sagen können, dann redet und damit die gesamte Institution in Verruf bringt. Das war ja auch eine Szene in der Aufführung, die das angedeutet hat. Dafür spricht sehr, sehr viel. Jetzt noch zu dem anderen. Also man muss dann decken und verdecken und die Verdeckung wird immer intensiver. So, und aber die andere These und bei Anis Amri sehen wir das vermutlich auch, das wäre ein eigenes Thema. Die andere These geht in die Geschichte zurück, die Sie auch angesprochen haben. Und die wird auch markant in Röver und dieser Hessen-Connection, die nach Thüringen gegangen ist. Es sind ja sehr viele nach Thüringen gegangen. Und die Geschichte ist die Geschichte einer Institution, die sich nie reformiert hat. Das BKA hat es versucht, sehr spät unter Zierke, die haben eine öffentliche Debatte angestoßen, zunächst auch nach innen wie nach außen und dann Untersuchungen angelegt. Hier ist umgekehrt gewesen, irgendeiner hat am Ende gesagt, ein paar Jahre sollten wir mal untersuchen. Also nicht das BEV, sondern das BEV von, was weiß ich, 1954 bis 1975, mehr nicht, oder bis 1980. Und das ist dann auch sehr smoothly gelaufen. Ich habe diese Studie gesehen, auch die Präsentation dieser Studie, dermaßen, der gegenwärtig der Chef noch ist, der sagte in der Präsentation dieser Studie, wir sind ein Dienstleister der Demokratie von Anfang an. Am Anfang war es eine kämpfende Verwaltung gegen den Kommunismus im Land und gegen die Sozialdemokratie gleich auch. Weil in den 50er Jahren hat Adenauer gesagt,
Die SPD ist ein Vorposten, also ähnlich Moskaus. Und das war die Mentalität. Und hinzu kommt, dass in dieser frühen Phase, zum Teil bis 1972, was die Leitung anlangt, Nationalsozialisten sehr einflussreich waren, zum Teil die Leitung hatten. Und der Chef war einer, der für die Verhaftung einer Jüdin verantwortlich war, die dann später in Auschwitz umgekommen ist. Das heißt, wir haben diese braune Soße in den frühen, mittleren 50er Jahren sehr präsent, kaum aufgedeckt, ein wenig durch diese Historikerkommission. Aber strukturell heißt das ungeheuer viel. Keine Reform. Das heißt, du hast die Verselbstständigung der Teilämter, also des Kaldrak oder anderer. Es gibt de facto keine durchgezogene Aufsichtskontrolle. Das passt nicht zu diesem großbürokratischen Amt. Und drüber ist sozusagen die Chimäre, man kann es schärfer aussagen, einer Institution, die eine Blackbox ist und deswegen so viel Einfluss haben möge. Eine Arkanherrschaft, staatswohl, geheim, das ist eine Festung. Dadurch, dass sie eine Festung ist, ist sie so wichtig und so einflussreich und lässt sich diesen Einfluss auch nicht durch andere Institutionen nehmen. Das ist die Geschichte, meines Erachtens. Danke. Ich könnte jetzt zwar noch vieles dazu sagen, ich würde nur gerne gucken, ob es nicht noch weitere Fragen gibt. Wir hatten noch kurz Zeit für, ja, jetzt doch. Ich sag ja, das sind mehr als einer. Ja, ich hätte dann gleich mehrere Sachen, die ich gerne fragen würde. Ich muss mich erstmal ein bisschen sortieren, hat ein Stück gedauert. Und zwar zum einen beschäftigt mich halt die Frage, inwieweit denn ehemalige Unterstützer dieses Netzwerks noch aktiv sind und inwieweit man das aufgeklärt hat, wer das ist und wie man das auf dem Schirm hat und beobachtet. Ich nenne da jetzt auch einfach mal zum Beispiel Nico Metze. Das ist der Mensch, der diese Freiheit für Wohlleben, Soli-Kampagne damals gemacht hat, das Banner mitgebracht hat, die Reden gehalten hat in Jena, in Kahla und jetzt hier in Ostthüringen irgendwie für einen dritten Weg ganz vorne mit dran ist. Also wer es nicht kennt, das ist eine neuere Nazi-Partei. Das wäre der eine. Dann fällt mir noch Jörg Krautheim ein. Der wohnt nach wie vor in Gera, war halt auch beim Thüringer Heimatschutz als Verantwortlicher für Flyer, für Demos und so weiter. Hat jetzt auch, genau wie Nico Metze bei Tygida mitgemischt, vor 2-3 Jahren war da auch mit dabei. Und dann fällt mir auch noch Christian Bertel ein aus Ronneburg, der ja in Zwickau beim NPD-Abgeordneten gearbeitet hat. Und da sind wohl auch die Leute ein- und ausgegangen, die damals die Wohnung besorgt haben für den NSU. Und die laufen ja immer noch hier rum. Inwieweit ist das auf dem Schirm? Oder gibt es da neue Erkenntnisse? Kommt da mal noch was? Mir fällt dann auch gerade noch ein, dass ja der NPD-Kreisverband in Greiz der einzige ist in ganz Deutschland, der nach dem Auffliegen gesagt hat, okay, NSU, auweia, wir lösen uns jetzt auf. Also eine ganz kuriose Sache. Das hat es sonst nirgends gegeben. Und da war auch nicht mehr Begründung oder irgendwas, aber ist ja schon auffällig. Und der Herr Köckert, der hier ja auch rumrennt und die Leute alle kennt und nach wie vor aktiv ist. Ich meine auch, dass der ja auch Blattenauer-Verbindungen hatte, den Dino Brandt kannte. Also inwieweit ist es erforscht, sage ich mal, wer da jetzt wirklich mit drin steckte. Das wäre das Erste. Das Zweite ist Kiesewetter. Das war 2007, das Auffliegen 2011. Ist es eigentlich sicher, dass da dazwischen nicht noch mehr Dinge irgendwie passiert sind, dass wirklich alle Taten überhaupt benannt und ermittelt sind? Und das Dritte, was ich noch hätte, wäre dann die ganz einfache Frage, sollte man den Verfassungsschutz nicht endlich abschaffen? Danke. Das sind jetzt drei Fragen, die würde ich jetzt gleich mal alle beantworten, bevor wir noch drei dazu nehmen. Vor allem angesichts all der Namen. Dorothea, du bist aus der Region. Kannst du etwas zu den genannten Personen sagen? Also aus Ostthüringen bin ich ja nicht. Und also die Namen, die kenne ich, die tauchen immer wieder auf. Und natürlich sind die nach wie vor aktiv. Und natürlich muss man die mindestens als Sympathisanten rechnen, wenn nicht auch als reale Unterstützer. Wir haben allerdings jetzt als Untersuchungsausschuss nicht den Auftrag und auch nicht die Ressourcen, da
dass wir quasi eine aktuelle Ermittlungsarbeit selber machen. Ne? Also wir kontrollieren ja quasi den Staat, also die Behörden, und gucken, habt ihr das jetzt richtig gemacht, beziehungsweise was habt ihr falsch gemacht oder was macht ihr noch falsch? Also wir gucken da so ein bisschen retrospektiv drauf. Wir geben natürlich Tipps und sagen, wir haben eben gemerkt, da gibt es die Verbindung. Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Namen von den Nazis bei der OK wiederfinden und sagen, hey Leute, was habt ihr da eigentlich gemacht? Dann müssen wir immer welche fragen, was habt ihr mit der Erkenntnis gemacht? Dann müsste ich dann also genauso fragen, wie sie mich gefragt haben. Könnten wir die Behörden weiterfragen nach den aktuellen Verknüpfungen und nach neuen Erkenntnissen? Die zweite Frage war, ob es sicher ist, dass man zwischen 2007 und 2011 nicht weitere Taten hatte. Ja, da gab es natürlich auch bei uns allen die Fragen und auch die Bitte, dass man eben in Frage kommende Straftaten eben nochmal scannt, weil es war ja nun eine der großen, tragisch ist zu wenig gesagt, also der schlimmen Erkenntnisse, dass man da, oder Erkenntnisse des Sachverhaltes oder des Verlaufs, dass man da jahrzehntelang quasi gegen die Falschen ermittelt hat und die Familien und das Umfeld der Opfer noch zu Tätern gemacht hat. Und das wollte man natürlich nicht wiederholen. Und deswegen hoffe ich und gehe davon aus, eigentlich, dass man in Frage kommende Kriminalfälle für solche Irrtümer dann auch nochmal durchgescannt hat. Aber ob man da dann alles auch aufgeklärt hat, kann ich also keine Vollständigkeitserklärung abgeben. Das Dritte, ob man den Verfassungsschutz nicht abschaffen sollte insgesamt. Also wir haben das ja in Thüringen nicht gemacht. Wir haben einen neuen Leiter, der also, denke ich, nicht im Verdacht stehen kann, da in irgendwelchen alten Verstrickungen beteiligt zu sein, der Stefan Kramer, der ja von außen kommt und da recht frischen Wind in den Laden reingebracht hat. Also wir haben in Thüringen auch noch das besondere Problem, also dass es einen Verfassungsschutz gibt und dass Verfassung geschützt werden muss, ist ja erstmal rechtstheoretisch nichts Verkehrtes, ja, wenn man das jetzt mal abstrakt betrachtet. Aber es ist nicht identisch mit dem, was faktisch abläuft, das ist schon richtig. Aber die Aufgabe, dass man quasi sich bemüht, verfassungsfeindliche Bestrebungen irgendwie auch wahrzunehmen oder auch aufzuklären, auch bei Nazis, ne, die steht also in Thüringen sogar in der Verfassung und hat auch Verfassungsrang. Und also Länder, die ihre Landesämter abgeschafft haben und haben die so eingegliedert, das haben wir jetzt formell auch, das heißt nicht mehr Landesamt, es ist nur noch ein Amt im Ministerium, oder den Verfassungsschutz formell komplett abgeschafft haben und haben das quasi als Polizeiaufgabe untergliedert. Ne? Da gibt es aber trotzdem immer noch die Arbeit. Da spielen auch historische Dinge wie das sogenannte Trennungsgebot noch eine Rolle. Deswegen, also wenn der Verfassungsschutz jetzt von heute auf morgen abgeschafft werden würde, würde die Arbeit woanders gemacht, bei der Polizei. Und dann bin ich da, was ich vorhin von der OK berichtet habe, dann habe ich keine parlamentarische Kontrolle mehr. Weil also die Polizei wird nicht parlamentarisch kontrolliert. Vielleicht müsste man das dann einführen. Also ich habe dann weniger Kontrolle und will doch eigentlich mehr haben. Also da müsste man nochmal genau überlegen, wo gehen die Aufgaben dann hin? Wer verwaltet die und kann ich dann die doppelte Kontrolle in dem Bereich auch einziehen. Das wird aber schwierig, wenn es eine Polizeiaufgabe ist. Das ich über ganz in die Polizei integrieren? Also in Berlin zum Beispiel. Aha. Oder nicht? Also das ist jedenfalls ein Teil, also es ist eine Unterabteilung da vom Innensenat. Ne? Ja, das ja. Aber das heißt ja nichts. Ja, das heißt noch nichts. Ne? Aber wie gesagt. Hajo, sag doch mal deine Meinung dagegen. Was sagst du? Haben wir doch jetzt schön zwei Standpunkte. Dann sag doch mal deine Meinung zur Abschaffung des Verfassungsschutzes. Sage ich jetzt. Also so wie er jetzt unkontrolliert bleibt, ich lasse mal Thüringen aus. Da höre ich so auch manches, was sagt, was mache ich denn? Ich habe ja noch die gleichen Mitarbeiter. Ja? Also was ist die strukturelle Reform, die durch einen einzigen Personenaustausch eigentlich gegeben sei? Also da braucht es mehr, da braucht es neue gesetzliche Restriktionen mindestens. Wie sehen die aus? Solange, allgemeiner gesagt, solange diese Kontrolle nicht existiert und nicht systematisch gewollt wird, bin ich gegen den Verfassungsschutz. So, also für die Abschaffung. Das heißt, wenn es nicht wirklich gelingt und das eine eigene unabhängige Kontrollinstitution,
dann wird immer gesagt, dann wird alles öffentlich, das ist Quatsch. Das muss eine Kontrollinstitution sein, die diesen Namen verdient, die tatsächlich sofort intervenieren kann, die 22 Handys nicht nach 3 Jahren findet, sondern nach einer Woche oder so. Ja, so. Und das heißt, ich mache es konditional, jetzt zu Funktion. Ich glaube, bis zum Beweis des Gegenteils, dass man es anders kombinieren könnte, auch mit dem, was du jetzt sagst, nämlich, dass die Funktion der Aufklärung viel besser beim Staatsschutz eingegliedert werden sollten, mit einer natürlich entsprechenden, verstärkten Aufsicht. Das ist mit der Polizei prinzipiell besser zu machen. Die Erfahrung der Verselbstständigung dieser Schlamperei des Bundesamts ist so ungeheuer und ist so wenig kontrolliert, dass sozusagen da ein Unterbruch passieren muss. Er passiert nicht, trotz aller Debatten, seit 5 Jahren nicht, im Gegenteil. Jetzt haben wir den Fall Anis Amri, wir haben andere Fälle auf jeweiligen Ebenen, auch auf Bundesebene. Also es ist da nichts Entscheidendes geschehen und umso mehr gilt das Argument, dass sofern es keine Kontrolle geht, es so nicht weitergehen kann. Und ich möchte ganz kurz auch noch etwas dazu sagen, die Polizei ist immerhin an das Legalitätsprinzip gebunden, der Verfassungsschutz nicht. Das heißt, die Polizei muss Straftaten verfolgen, die ihr bekannt werden. Im Verfassungsschutz findet man da immer einen Weg dran vorbei. Da gibt es dann irgendeine geheime Dienstvorschrift und dann ist es plötzlich doch wieder eine Ausnahme. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich persönlich ein Rechenproblem habe mit der Kontrolle, weil ich mich immer frage, wie so viele tausend Mitarbeiter durch die paar Parlamentarier kontrolliert werden sollen, die das dann tun sollen, neben einem vollen Abgeordnetenjob. Also das ist meine Lieschen-Müller-Frage, aber die kann mir vielleicht noch jemand beantworten. Ich würde jetzt gerne noch mal gucken, gibt es noch eine letzte Frage und dann denke ich, sind wir alle, genau. Der Fisch, der stinkt ja vom Kopf. Und welche Bedeutung eigentlich diese Verharmlosung, die auf diesen Ebenen Bundesverfassungsschutz ablaufen, nicht auch Auswirkungen hat auf diese unteren Ebenen. Das heißt auch, dass bei der Polizei im regionalen Bereich irgendwann eine Legitimation entsteht, über manche Dinge hinwegzusehen, manche Dinge nicht so zu verfolgen, wie es vielleicht zwingend geboten wäre. Welchen Eindruck haben Sie in diesem Feld? Naja, da würde ich jetzt mal spontan sagen, dass im Bereich OK die Missstände da in den im Bereich Verfassungsschutz nicht so richtig dolle nachstehen. Ja? Also wir haben hier in Thüringen das spezielle Problem, dass da seit Jahren relativ wenig Leute arbeiten, dass die Leitung des OK-Dezernats seit sehr langen Jahren kommissarisch besetzt wird und deswegen auch nicht ausgetauscht wird. Das ist eigentlich Standard, dass in so einem Bereich, ich sagte schon, der auch korruptionsanfällig ist, dass man da immer wieder das Personal auswechseln muss, auch um gar keinen falschen Verdacht aufkommen zu lassen. Das passiert alles hier nicht. Und das sind keine guten Zeichen, sage ich jetzt mal. Wir haben da jetzt noch nicht so richtig endgültig tief reingeguckt, aber ich fürchte, wir erleben da auch unangenehme Überraschungen. Und da muss ich jetzt eben sagen, da haben sich auch Strukturen hier in Thüringen relativ verselbstständigt. Wir haben auch schon Zeugen im Untersuchungsausschuss öffentlich gehört, die gesagt haben, dass sie ausgebremst worden sind, dass zum Beispiel dieser Geldautomatenfall, wo der Enrico Theile auftaucht, ne, dass der dann irgendwie dem Sachbearbeiter weggenommen wurde und eigentlich im Sande verlaufen ist und eben nicht zu einem Strafverfahren geführt hat, so wie sich dieser ermittelnde Beamte, den wir als Zeuge vernommen haben, vorgestellt hat. Das ist nicht schön, wenn man so etwas vernimmt. Wir sind da jetzt noch nicht am Ende, aber ja, natürlich muss jede Behörde sorgfältig arbeiten, aber wenn da schlechte Vorbilder dann existieren, dann fragen sich natürlich auch Leute. Und das ist eigentlich so das Schlimmste, dass wir nach wie vor, auch obwohl wir jetzt eigentlich als Landesregierung auch in Thüringen ja einen anderen Anspruch haben, auch immer noch Leute haben, die wir vernehmen, auch aus der Polizei, die sichtlich eigentlich
sich sehr schwer tun, den Mut auch, es sei schlimm genug, dass man dafür Mut braucht, aufzubringen, auch Missstände wirklich offen anzusprechen. Und da haben wir auch im letzten Untersuchungsausschuss, das habe ich auch wörtlich dann in den Abschlussbericht übernommen, dass einer dann gesagt hat, das wird einem nicht gedankt. Ne? So, und da haben wir auch Strukturen, die müssen wir erst mühsam verändern, weil Leitungspositionen, die werden über sogenanntes Beurteilungswesen vergeben. Da haben diejenigen, die da jahrzehntelang an der Macht waren, haben immer die schönsten Beurteilungen bestimmten Leuten geschrieben. Und wenn ich jetzt jemand anders nehme für einen Führungsjob, dann macht er eine Konkurrentenklage. Das sind so die Niederungen des Beamtenrechts, mit dem man sich da noch rumschlagen muss. Und aber da der Strukturumbau oder das Umdenken, das muss im Sicherheitsapparat insgesamt passieren. Macht und Kontrolle ist da vielleicht auch ein Stichwort. Ne? Und natürlich haben wir, Hajo, vielleicht willst du noch was dazu sagen? Wir haben in Deutschland, das war gerade eine Aufforderung, wir haben in Deutschland ja auch einen ganz schlechten Whistleblower-Schutz zum Beispiel. Wir haben auch einen ganz schlechten Whistleblower-Schutz zum Beispiel. Ja. Das ist typisch bei Christiane, sie will dann am Ende alles. Ne? Also es hat ja auch seinen Sinn, dass man einen Überblick hat. Zu Dorothea nochmal. Das Tolle an diesem Untersuchungsausschussbericht und auch was du jetzt so an Details beschreibst, es ist im Grunde eine faszinierende Machtanalyse des Nichtfunktionierens eines gewaltengeteilten Rechtsstaats am Fall Thüringen. Es ist ungeheuer. Und im Grunde jeder, der sozusagen sich da mal vertiefen will, sie müssen diesen ersten Untersuchungsausschussbericht lesen. Vielleicht nicht ganz den Anfang, die Mitte, das zum, was? Den Bewertung, danke. Also das ist nicht so viel. Also können Sie, ja. 249 Seiten. Ja, das geht, das kann man in einer Nacht lesen. Es ist wirklich auch faszinierend. Und da kommt sozusagen die Mischung, also das Auflösen dieser arbeitsteiligen Funktion von, ich nenne nur den Namen Dressler, der dann plötzlich reinregiert und dann nichts weiß, dann plötzlich in der anderen Rolle ist, dann etwas zerstört. Nicht? Also diese Soko Rex, das ist ungeheuer. Es ist ungeheuer. Es ist überhaupt noch nicht ausgewertet. Das ist wirklich vorbildlich. Und ja, also da ist eine Professur für wert. Nicht? Also so. Also gut, jetzt reicht es nicht an Lob her. Ja. Aber es beeindruckt mich anhaltend. So, jetzt nochmal zu dem, also klar, du hast Bedenken mit der Kontrolle, dass das nicht funktioniert oder du hast es angedeutet. Es gibt eine Institution, in die ich Vertrauen hätte. Das ist die des amerikanischen Sonderermittlers. Der kann wirklich rein, der kann wirklich alles. Das gibt es in Deutschland nicht. So. Das heißt, man müsste eigentlich ein Gesetz, vielleicht ist da Thüringen dann Vorreiter, solange noch diese Regierung besteht, tatsächlich eine solche Sonderermittlerinstitution zu schaffen, die dann Polizei und übers Parlament oder neben dem Parlament eine eigene Institution, da ist ja der Fantasie auch der juristischen keine Grenze gesetzt. Es ist notwendig, es ist funktional. Es ist für die Aufklärung wichtig. Und dann ist es auch nicht mehr wichtig, das Trennungsgebot. Das Trennungsgebot, nicht weil das ja immer als Argument kommt, ist ja da mal entstanden, um die Verselbstständigung wie bei Gestapo nicht zu wiederholen. Was wir jetzt haben, ist eine Verselbstständigung durch die Trennung im Verfassungsschutz. Und du hast jetzt noch das verschärft, indem du sagst, auch bei der Polizei müsste es anders zugehen, mit Chancen des Legalitätsprinzips und mit einer anderen Dienstaufsichts- und parlamentarischen Kontrolle. So wird ein Schuh draus, dass man das neu kombiniert, praktisch machbar macht mit den Menschen, die dann dazu geeignet sind. Und die wird man dann irgendwann doch auch finden. Ich kenne einige in eurem politischen Umfeld, die das könnten. Das weißt du. Dankeschön. Mit einem Blick auf die Uhr würde ich jetzt trotzdem die Diskussion abschließen. Wir können ja vielleicht die eine oder andere Frage noch bei einem Bier vor der Tür beantworten. Das erkläre ich dann gleich. Und zwar würde ich gerne zum Schluss noch einen ermutigenden Satz irgendwie, um auch den Bogen zu schließen, dramaturgisch, von Hannah Arendt vorlesen, weil Wahrheit setzt sich ja am Ende mal durch. Ne? Das ist ja nur eine Frage der Zeit, also müssen wir jetzt einfach ein bisschen geduldig sein. Denn in dem Text von Hannah Arendt heißt es dann des Weiteren, zwar ist die Wahrheit oft ohnmächtig,
aber es gibt nichts, was sie ersetzen könnte. Wahrheit könnte man begrifflich definieren als das, was der Mensch nicht ändern kann. Metaphorisch gesprochen ist sie der Grund, auf dem wir stehen, und der Himmel, der sich über uns erstreckt. Das heißt, ich sage jetzt mal als Kampfruf, sage ich, die Dinge werden schon rauskommen. Es ist eine Frage der Zeit. Und vielleicht ist es auch recht bald so. Vielen Dank, dass Sie heute Abend alle hier waren. Vielen Dank vor allem an Dorothea Marx und Hajo Funke. Und wir sehen uns gleich draußen beim Bier. Ja, ich wollte noch kurz. Vielen Dank, Christiane Mudra, Ensemble aus München. Vielen Dank euch beiden.